Mako Island ist lange vor uns allen da gewesen. Und es wird immer noch da sein, wenn es uns schon lange nicht mehr gibt. Und lange nach diesem Vollmond. Ach ja, es ist wieder Vollmond. Heute Nacht? Wird es wieder so schlimm werden wie beim letzten Mal? Der Vollmond übt starke Kräfte aus, aber dieses Mal werden diese Kräfte noch wesentlich stärker sein. Wirklich? Woher wissen Sie das? Ich weiß es. Nicht alles lässt sich erklären, Emma. Manche Dinge muss man ganz einfach glauben. Richtig, Missy? Richtig, Louis. Ich hab dich schon gesucht. Das wirst du jetzt nicht glauben. Du hast doch gesagt, ich soll dich in Ruhe lassen. Ist das der Auftakt zu einer schlechten Entschuldigung? Es gibt mehr Jungfrauen. Ich habe ein Foto gesehen. Was? Ein Foto? Es gibt mehr als eine draußen bei Mako Island. Woher stammt denn dieses Foto? Dr. Denman. Sie hat überall bewegungsaktivierte Unterwasserkameras installiert. Ich war da, als das sensationelle Bild kam. Hey, ich darf es eigentlich noch niemand sagen, Ricky. Aber du sollst es wissen. Ist es nicht toll? Ja, das ist unglaublich. Herzlichen Glückwunsch. Da war eine Kamera? Wir haben sie nicht gesehen beim Reinschwimmen. Es kann aber kein sehr gutes Foto sein. Denn ich meine, sonst würde man uns doch ganz sicher erkennen. Willst du dich darüber beschweren? Willst du an den Hersteller schreiben und Denmans Geld zurückverlangen? Hör zu. Vielleicht sollten wir darüber lieber woanders reden. Louis McCartney? Oh, Sie sind's. Wieso soll... Kann ich zurückrufen? Ja. Okay. Das war Dr. Denman. Sie will mich treffen. Du gehst da doch nicht etwa hin, oder? Cleo, ich wüsste nicht, wieso nicht. Ich meine, was haben wir zu verlieren? Du hast nicht viel zu verlieren. Wir dagegen eine Menge. Wenn ich mit ihr rede, kann ich vielleicht rausfinden, was sie genau weiß und was sie nicht und weiß. Und vielleicht quetscht sie dich aus wie eine Zitrone. Haben Sie die Fotos bekommen, die ich gemailt habe? Gut, das bereitet uns ein Problem. Nein, ich denke auch nicht, dass er es weiß. Wir hätten Zane über Sie informieren sollen. Schön, Sie regeln die Sache selbst, wie Sie wollen. Er ist Ihr Sohn. Wiederhören, Harrison. Wow. Ich kenne wirklich die nettesten Fleckchen. Ich mag's hier. Schön menschenleer. Danke, Greg. Also, Louis, du hast diese kleine Zellprobe nicht mehr? Die bei Kontakt mit Wasser mutiert? Nein, die habe ich leider verloren. Wirklich? Mhm. Du würdest mir doch nichts verschweigen, oder, Louis? Nein, natürlich nicht. Hör zu, manchmal glaube ich, du weißt vielleicht doch ein bisschen mehr, als du zugibst. Zum Beispiel über deine Freundinnen, Emma, Cleo und Ricky. Was ist mit denen? Es sind interessante Mädchen. Ich bin auch gern mit ihnen zusammen. Das meinte ich nicht. Was ist das? Oh, das ist gefälscht. Es ist nichts Persönliches, Louis. Es geht hier ums Geschäft und diese Mädchen sind womöglich ein Vermögen wert. Tja, wissen Sie, es war wirklich nett, mit Ihnen zu plaudern, aber ich muss jetzt mal los. Und Louis kann ab und an wirklich sehr leichtgläubig Louis sein. Louis schafft das schon, Cleo. Eine SMS von Louis. Er will, dass wir uns auf Mako Island treffen, sofort. Was macht er denn da? Es gibt Probleme, ich wusste es. Nettes Handy. Thank you.
Dr. Denman? Ja, was ist denn? Ich habe 3 Punkte auf dem Radar. Sie nehmen Kurs auf Mako Island. Schön, dass ihr kommen konntet, Mädels. Es wird wohl Zeit, dass wir uns unterhalten. Oder? Bevor ihr etwas macht, was ihr bereuen werdet, seht euch das hier an. Ich muss euch nicht sagen, dass wenn mir was passiert... Was wollen Sie denn von uns? Dr. Denman? Dr. Denman! Ich bin hier. Sie kommen zur rechten Zeit. Genauso wie ihr, Mädels. Das ist der Mann, der das alles finanziert. Wirklich erstaunlich. Was ist denn das? Ricky? Das hier ist nicht meine Schuld. Ich wünschte, ich könnte dir glauben, Zane. Aber tut sie nicht. Und ich auch nicht. Kann ich bitte kurz mit dir reden, Ricky? Wie ist denn sowas möglich? Ist... eine lange Geschichte. Und soweit mir bewusst ist, reicht dein Konzentrationsvermögen dafür nicht aus. Du hättest es mir sagen können. Tja, damit liegst du gewaltig falsch. Du warst doch der Meerjungfrauenjäger. Du hast bei jeder sich bietenden Gelegenheit über Meerjungfrauen rumgetönt. Ich konnte es dir ganz einfach nicht sagen. Ich dachte, wir hätten was sehen. Und zwar was Wichtigeres als das hier. Aber offensichtlich habe ich mich geirrt. Nein, hast du nicht. Dann tu doch was. Ich kann nicht, zu spät. Mein Vater und Denman lassen sich nicht mehr aufhalten. Ich kann nichts machen. Schön. Vergiss es. Ricky. Zane, lass es. Weißt du, du und all deine Freunde hier, die ekeln mich an. Ich brauche noch ein paar Informationen von unserem Gast. Nein, davon weiß ich. Hören Sie, es läuft nicht alles nach Plan, okay? Dr. Denman braucht die Information. Wollen Sie etwa Probleme machen? Hätte ich mir denken können. Lassen Sie uns kurz allein. Louis, du hast absolut keinen Grund, wieso du mir jetzt noch trauen solltest, aber... Wenn es irgendeinen Wettbewerb für blöde Sprüche geben würde, Zane, dann würdest du ihn gewinnen. Du bist ein Idiot. Hör zu, ich habe was wirklich, wirklich Dummes getan, okay? Aber die Mädchen sind zurzeit in großer Gefahr und ich brauche deine Hilfe. Wir beginnen mit einer körperlichen Untersuchung. Und wenn sie nicht aus dem Wasser kommen? Das werden sie. Ich will nicht, dass den Mädchen irgendwas geschieht.
Natürlich. Aber wir tun, was nötig ist, um zu kriegen, was wir brauchen. Zu sehen, Zane. Wir kennen uns schon seit wir 3 Jahre alt sind, Zane. Wie konntest du das tun? Ihr könnt gleich weg.